Dies hier ist also Gramzow in der Uckermark. Und hier sehen wir unseren LVT vor dem Bahnhofsgebäude. Es ist der 772-172. Recht interessant in Gramzow ist eine Sammlung älterer Fahrzeuge. Ein alter Dieseltriebwagen, beziehungsweise zwei davon. Jetzt weiß ich allerdings nie, ob dies nur ein Beiwagen war. Ältere Güterwagen. Und hier schon zu sehen eine ältere E-Lok und eine Diesellok. Ein kleiner Rundblick hier im Gelände. Die Straßen hier sind noch nach alter Art mit Kopfsteinpflaster versehen. Hier kläfft auch noch der Köter vorm Bahnhof. Der hat anscheinend gegen jeden was. Ach du lieber Gott. Hier noch ein Detail am Güterschuppen. Hier jetzt also nochmal die E-Lok. Und die Diesellok. Mitsamt Besitznachweis. Also hier eben noch mal Gramzow in der Uckermark und hier ein kleiner Panoramablick auf das große Speichergebäude. Die abgestellten Fahrzeuge, die also zu einem kleinen Eisenbahnmuseum gehören. Im Hintergrund ein Lokschuppen, jetzt in den Vordergrund rückend, so wie dieses besagte kleine Eisenbahnmuseum, typisches Eisenbahner Wohnhaus, hier jetzt wieder der Bahnhof. Nun ja. Hoffentlich hält mein Akku durch. Naja, es geht jetzt von Gramzow Richtung Prenzlau und mal gespannt, wie weit es geht. Naja. Keine Bange, es wird nicht gegen sie verwendet. Student. Inoffiziell mache ich dies und das. Oh, hier sind aber viele Reihe. Ja.
Zuletzt habe ich mein Geld mit dem Verkauf von Goldschmuck verdient. Und zwar, das habe ich mit Bekannten gemacht. Wir sind zur Versteigerung gegangen, so von Pfandleihen. Ja. Da kann man wirklich recht preisgünstig einkaufen. Ja, zumindest konnte man es mal jahrelang. Und dieses Zeug haben wir auf Trödel- und Antikmärkten verkauft. Damit war auch wirklich gut Geld zu verdienen, aber mittlerweile sind an dem Geschäft viel zu viele beteiligt. Davon mal abgesehen, auch bei einer Pfandleihe bekommt man nicht mehr viel. Wirklich gute Schmuck, der ist jetzt weg. Da bekommt man auch nur noch diesen allerwildesten Mist, den die Leute irgendwann mal geschenkt bekommen haben, dann versetzt haben, weil sie ihn nicht so viel. So. Sachen, die fürs Personal irgendwie über Nacht kommen. Ja. Und das ist ja auch, was ist denn da ja noch passiert? Störend so. Vielleicht mir ein bisschen ungemütlich. So, dem Film macht das nichts. Ja. Wir fahren hier so die ganzen Strecken in der Gegend ab. Nach Uckermünde gefahren wir noch. Ja. Straßburg und dann eben Neustrelitz-Feldberg. Ja. Straßburg fährt dieser Tag mal auf. Ach so. Der wird jetzt so raus. Da ist ein mit zum Lokschuppen runter. Und der von Straßburg kommt, der fährt da ja auch gleich rein. Und der findet den Train ganz gut. Mal schauen. Wir fahren erstmal nach Uckermünde. Ja. Heute Mittag irgendwie nach Straßburg. Er hat also einen ganz komplizierten Fahrplan aufgestellt. Mal gespannt, wie die Sache so läuft. Ja, 1:30 Uhr wäre das. Genau da wollten wir auch. Ja, wenn er jetzt auf der Straße geht, dann fahren wir rein, fahren wir mit der Mitte. Ja,
das hier ist die Autobahn, ne? Das ist die Autobahn, bitte, ja. Ist die Auto außer Betrieb oder ist die im Moment außer Betrieb? Nein. Weil ich da... Ach so. Ich habe da nämlich kein Fahrzeug gesehen. Ach doch, da fuhr einer. Erstaunlich, so wenig Verkehr. Gleis fast besser so von der Optik her als hier. Ja. Ja. Ach, diese gefürchteten Bröselschwellen. Bei Fahrtschreiber sind wir drin. Ach so.
gar nicht auf. Ja. Das heißt, ich sag stark, aber damals gar nicht so lustig gewesen sein. Was sind denn hier Verdampfer gefahren? 52 und 50 auf. Oh, das sind große. Obwohl, die waren ja eigentlich schon... Hier, auf dieser Stelle? Ja, ja. Ach so. Ja, nee, das war ja so, weil die... hier mit der Filmerei so klappt. Ich habe normalerweise so ein Sorgstativ, als sollen die Scheibe geklemmt werden kann. Ja. Und dann schaukelt der Masse tierisch, da kann man sich hinterher kaum ansehen. Ich behalte so eine Aufnahme, aber trotzdem immer, wer weiß, vielleicht kann man jetzt später mal den Computer nachbearbeiten, ja. Wenn man dann hinterher so eine Art ruhiges Bild rauskriegt, indem man nur Teile vom Bild auswertet, wäre echt noch. Ich habe früher auch mal Fotos weggeworfen, die waren leicht unscharf, da hießen auch, die kriegt man im Leben nicht mehr scharf und keine Mittel, ja hätte ich sie behalten. Und wenn ich die jetzt per Computerprogramm nachbearbeiten, ist mittlerweile schon kein Problem. Ja. Da kann man auch ausgeglichene Farben wieder rekonstruieren. Ja. Das ist kein Problem, kein Thema. Wenn ich so bedenke, ein Bekannter von mir, der arbeitet in einer Firma, die Videos herstellt, so fürs Fernsehen, für Werbung, Präsentationen und so weiter. Die haben, hat mir gesagt, die hätten vor 2,5 Jahren einen Rechner gekauft, Henry 2. Wie ist der? Der hat ein ganzes Zimmer ausgefüllt. Der hatte Speicherkapazität, da konnte man also 15 Minuten Video auf diesen Festplatten aufzeichnen, digital und dann in Echtzeit bearbeiten. Der hat damit 2 Millionen Mark gekostet. Den schafft man mittlerweile mit einem Heimcomputer innerhalb von 2 Jahren. Zwar ist die Bildqualität noch nicht so gut wie jetzt bei dem Großrechner, aber dieses Großgerät, das hatte man bereits seit nach einem Vierteljahr durch einen neuen ersetzt und erst nur noch als Schnittliste benutzt. Der hatte sich nach einem Vierteljahr schon amortisiert. Und dann kam auch schon ein neues Gerät, wenn die Sache noch viel besser konnte, der schaffte den 45. Dies hier heißt Damme? Das ist Damme, ja. Also alles klar, dieser Bahnhof heißt Damme. Bemerkenswert diese 3 Mini-Bahnsteige. Ich fährt doch schon fast so lange, wie ich denke,
jeden Fall. Thank you.
Was ist der Grund für die Streckenstilllegung hier? Das Stück? Nö. Weil also das ist bei der Bundesbahn war das immer beliebt. Aus technischen Gründen wird jetzt eingestellt. Ja. Wir würden hier gerne fahren, aber aus technischen Gründen müssen wir leider. Ja, und ich bin's. Diese Langsamfahrstellen, die ist schon länger hier. Die ist schon länger. Aber früher durften sie also da auch schneller fahren. Ja, 50. 50, und das ging wieder aus, ohne Problem. Ja, hier fehlt noch kein Federleger aus. Aber es ist ach, das ist nur Vorschrift, wenn ich habe. Nur mit dem Federleger, weil das keine Kette spielen wollte. Oh nee, das ist wieder so typisch Verwaltung, oder? Typisch. Ja. Hier fehlt nicht einer, die alle drin. Die belgische Befestigung bei uns ja auch nicht zugelassen sein mit den Klammern an der Bettung. Wir können es doch hier viel einfacher machen, indem er eben mit einem Mannbetrieb fahren wird und der Lokführerbuchstelle auf die Fahrkarten, indem er Zugleitbetrieb macht, nicht immer da diese Rausrennerei Zugmeldung, sondern per Funk ist ja alles kein Problem. Ja, das haben wir ja seit, sagen wir mal, seit ja, ist klar. November ungefähr. Ja, gut, aber wir müssen benutzen mal. Dass wir jetzt, um die Stilllegung eben zu vermeiden, dass wir den billiger machen. Ne? Ja. Gut, aber andererseits, wer fährt hier schon? Ja, wohl. Die Orte sind ja abseits von der Bahn, vielleicht bis auf den Endpunkt. Was denn? Ja, aber zu DDR-Zeiten waren die voll mit Stehplätzen. Ja. Ich habe ja gesagt, die haben genau nach Straßburg die Fahrzeiten so doof gelegt, dass kein Mensch mitfahren kann. Ja. Also ich habe nach wie vor der Meinung, die wollen das bewusst hier kaputt machen. Ja, sicher. Diese Spielchen, die kennen wir doch schon zur Genüge. Wir haben ganze Landstrecken, wo keinen Zug mehr fährt. Ja, und wir machen das auch immer mit. Ja, das ist eine Dummheit, da muss ja nicht jede Dummheit nachmachen. Ne? Na gut, ehe ich mich wieder aufhänge. Kennengelernt in der Alpenau. Ja. Halbe Bezen drauf, die war nicht viel besser, soweit ich mich erinnere. Ja, wenn die kommen, die können wir ja nicht anhalten, sonst haben wir hier beide drin. Wenn die aber auch, ob die eigentlich mal noch mit Kaffee, das wollte ich nicht. Ja. Dann habe ich noch unterwegs halt mit dir nicht. Ja. Können wir ja mit denen machen, weil der ja geschenkt wird. Das ist auch, also so dreist und fies bin ich ja nicht, dass ich sowas auch noch verlange. Das wäre wirklich übertrieben. Ja, nee, da kann ich auch noch hier. Ja, hier vielleicht noch was sagen. Kannst du da hinten sind, dann könnt ihr sehen, ne? Aha. Aber den kann ich nicht machen, weil der ja alles okay. Das ist ja Abteil an euch. Naja. Ja, jetzt so viele, so eine Matschfuße da auf die Schwede. Ja.
Also die Entscheidung der Herren Bürokraten, die kann man echt nicht verstehen. Ich weiß ja nicht, wie es jetzt aussieht. Im Verwaltungsrat von der Bundesbahn saßen früher mal die Vertreter der Autoindustrie. Was die alles bewirkt haben, da stehen einem die Haare zu Berge. Da ist zum Beispiel, da war allerdings noch vor der Wende mal eine Anzeige bekommen, einen Tag lang in großen Tageszeitungen, da stand, soll man der Straße denn alles überlassen? Oh. Er hat natürlich gleich riesen Proteste und Geschrei gegeben und dann hieß es hinterher gemeinsam Straße und Schiene. Toll. Ja. Ich glaube kaum, dass ein Spediteur so eine Werbung machen würde. Ja, also haben wir hier bei uns hier auch gehabt. Wir haben früher mal eine Section, die fahrtfrei hieß. Da stand der Auto, alles von der Straße, auch die Schiene. Ein paar Jahre später hieß der Landau gedrückt. Alles von der Schiene, auf der Straße. Ja, ja, wirklich, mit der Schiene war ja nicht mal überlassen gewesen hier. Die Zeit, wo wir kaputtiert haben, da haben wir ja unterweil bei der Zierarbeit. Ja, wir haben hier leider abgelöst. Ich dachte, zwei Stunden, dann haben wir viel gemacht und hier haben wir schon während der Zierarbeit gegessen. Weil wir es nicht vorsichtig gemacht haben. Wir haben wirklich keine Möglichkeit, mal einen Haus zu machen. Ja, das ist schon los, ich habe hier vom Armatur gleich unbedingt zu sehen gewesen. Ja. Ja, China hat alles, was sie hergestellt hat, dann haben wir auch schon raus bis nach Frankreich runter. Hier ist das immer noch alles nicht mehr wert. Das glaubt man nicht mehr. Ja. Jetzt kommen wir ja mit Kuschel. Dann sollte man doch hinkeln, nach der Wende sollte man doch noch besser produzieren, ne? Aber da hat man die Gelegenheit benutzt, um jetzt dann noch Konkurrenten auszuschalten. Oh. Allerdings, der Großabgabe war ja der Russische. Ja, mit dem hier da, mit der Pipeline da. Ja, der hat ja auch einen Großabgabe. Allerdings hat er auch Beschlüsse gemacht. Und schien der Hose muss er. Naja, der hat auch nicht gewusst, wo die Bremse war. Ach, da dampft noch der Mist. Ja. Hervorragend. Ja. So, hier bei uns im Raum, hier sieht es aus. Da kann man eine elastische Elektrifizierung dazu legen. Ja. Also, runter. Ja. 800 Uhr stimmt. War ja kein Roland. Mhm. Und dann die Planschicht dazu legen. Ich muss halt bei der Schlagfahrer bei der Diskussion. Aber nicht, weil ich das wollte, sondern weil ich wusste. Wir waren bei uns über 130 Minuten zu erleben. Wir haben 130 Minuten bei den Matten. Das ist nicht mal viel. Jetzt lauert noch zwei Monate vor dem Durchstand. Jetzt hat er 19, 15, 19%. Ja. Hier fehlen 5 Jahre der Regelung. Ich bin gerade 50 geworden. Aber ich glaube da. Ich bin gerade wieder durch die Regierung seit hier. Ja,
Seine Frau ist ein Gutschuh seit 2 Jahren arbeitslos. Was hat sie denn gemacht? Verkäuferin und Studentin. Sowas bewirkt. Diese Einfachfahrleiten, die finde ich jetzt sehr bemerkenswert. Hier, diese Einfachfahrleiter. Das ist eine Sache, die bei uns für vollkommen fehlt. Die war mal angedacht, dann hieß es aber bei Seiten der DB Alt, ja, das würde nicht baugleich sein mit der anderen, dann würde höheren Aufwand erfordern. Ich weiß ja nicht wieso, aber man hat schon ziemlich viel Unsinn erzählt. Was war das denn genau? SIFA oder? Ach so. Das ist jetzt Prenzlau. Hier haben wir jetzt Uckermünde, Uckermünde geschrieben, also mit UE. Und hier kann man gerade mal das Umsetzen der Lok beobachten. Ja, da ist noch ein bisschen Diskussion. Das wird laufen.
Diese Szene spielt genau wie die vorhergehende in Feldberg in Mecklenburg. Wie in dieser Gegend üblich, muss der Lokführer den Zug wieder ankuppeln. So, und zum Abschluss des heutigen Tages, also der Zug, der um 17.55 Uhr von Feldberg wieder nach Neustrelitz fahren wird, vor dem Bahnhofsgebäude von Feldberg in Mecklenburg. Und als allerletzte Szene der Bahnhof Feldberg. Und nochmal der davorstehende Zug.